Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Neuheiten-Beauty-Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es sind tatsächlich einige neue Marken da, die es so noch nicht gab, wo ich ein bisschen was von hier habe und von manchen Marken neue Produkte, die gelauncht wurden, wo ich mir auch ein bisschen was von geholt habe. Ein bisschen was habe ich zugeschickt bekommen, ein bisschen was habe ich bei Sephora bestellt. Starten möchte ich mit ein bisschen Schmuck, den ich von der Firma Corazul kostenfrei zur Verfügung gestellt bekomme. Da durfte ich mir ein bisschen was aus dem Online-Shop aussuchen und ja, ich habe auch tatsächlich einen Gutscheincode bekommen, also womit du quasi ein bisschen was auf der Homepage sparen kannst. Genau, also ich habe drei Teile mir aussuchen dürfen, ein paar Ohrringe, ein Armband und eine Kette und das möchte ich euch jetzt in diesem Video einfach mal zeigen, denn es ist so schön. Ich habe auch so ein Heft bekommen, wo ein bisschen so Informationen zu der Firma an sich drin steht. Also das ist eine sehr, sehr neue Firma, die ganz neu in der Beauty-Welt sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir gucken uns das mal an, wie das auch so von der Qualität her ist, wie das vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist. Und hier steht so ein Anfangswort drin, sage ich mal, wie die quasi zu der Marke gekommen sind. Denn das ist eine Marke, die kommt aus Brasilien, beziehungsweise sie ist in einem Urlaub in Brasilien entstanden, in Araial, ich kann kein Brasilianisch, do Cabo. Das Wort Corazul oder Corazul ist eine Kombination aus Curaçao, wir kennen alle Blue Curaçao, oder? Und Azul, die zwei wichtigsten Elemente, unser Herz und das Meer. Das heißt, das übersetzt, finde ich total schön. Bring das Herz und das Meer mit in deine Welt. Und das ist so, also hier sind halt die ganzen Produkte, die die sonst so auf der Homepage haben, mit aufgeführt. Und ich habe mir so ein bisschen was im Bohemian-Style, ein bisschen so im Chili-Milli-Style, ich nenne das einfach mal so, das ist so mein Style, rausgesucht. Das Design der Produkte wird auch beschrieben als minimalistisches, maritimes, Bohemian Vintage Style. Finde ich total cool. Inspiriert von maritimer Kunst und europäischer Moderne. Spüre den Unterschied. Be unique, finde ich total cool. Und ja, jetzt gucken wir uns mal die Produkte an, wie sie denn dann diesen Vibe mit rüberbringen. Starten möchte ich mit diesem wunderschönen Armband. Diese Bänder, die wir sehen, die sind aus Palmwurzeln hergestellt. Und das Metall, das ist 18 Karat vergoldetes Messing. Und das hier heißt jetzt Madonna, also quasi die Urmutter des Ganzen. Wer stellt sich auch immer so blöd an, wenn man sich Armbänder umlegt? Und je nachdem, wie dann entsprechend das alles so fällt, sieht man die entsprechenden Elemente davon. Hier haben wir einfach so einen Tropfen, einen Blinkistein, ein Sternchen, dann haben wir hier ein Herzchen, finde ich auch voll schön. Darunter verbirgt sich jetzt hier ein Plättchen, dann ist hier nochmal ein Blatt und ein Kreuz. Finde ich mega schön. Doch, also es ließ sich jetzt relativ schwer verschließen, bin ich ehrlich, ne? Also da ging es doch etwas schwer. Also mein Freund hat es mir nachher umgelegt, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Ich bin da einfach zu, ich weiß nicht, nicht feinmotorisch genug für scheinbar. Aber ich finde, dass es wirklich total klasse aussieht. Das kann ich sowohl auf der Arbeit tragen, als auch in der Freizeit. Ne? Das ist auch super leicht, sehr, sehr angenehm und gefällt mir einfach. Ne? Ich mag das. Hier habe ich noch ein weiteres Kästchen und darin verbirgen sich zwei verschiedene Sachen. Einmal eine Kette und Ohrringe. Da haben wir hier einmal die Kette Kali. Das ist die Göttin bei den Hindus, die Wünsche erfüllt. Und das sind so Coins. Das ist ja so dieses Design, was aktuell auch sehr, sehr, sehr modern ist. Oder schon im Prinzip seit 2-3 Jahren, würde ich mal so sagen. Genau. Und das symbolisiert halt auch so ein bisschen dieses Wünsche können in Erfüllung gehen. Die Kette ist aufgrund der Coins einer Königin würdig und so weiter. Finde ich total cool. Und ja, das ist 18 Karat Gold. Beziehungsweise 925er Silber mit 18 Karat Gold überzogen. Ne? Und so eine Kette habe ich noch gar nicht. Ich sage ja auch immer, ich bin nicht so der Fan von Goldschmuck zum Beispiel. Aber ich finde, das hier in der Art passt auf jeden Fall bei mir. Das kann ich auch super mit Silber kombinieren. Da habe ich nichts drum bei, dass ich dann silberne Ringe trage und dann einfach so das ein oder andere Goldelement. Ob ich das jetzt alles immer in Kombi trage, also ne, zusammen so trage, weiß ich noch nicht. Aber so das ein oder andere
richtig, richtig cool. So schön und schick und filigran. Also du, das kannst du ja wirklich zu jedem Anlass tragen, ne? Ob jetzt so in der Freizeit oder im Büro, das ist ja sehr universell tragbar. Finde ich echt schön. Das gefällt mir. So, die Haare. Ich hätte mir eigentlich die Haare heute mal zum Bommel machen sollen, wa? Jetzt habe ich es einmal nicht hochgemacht. Und dann habe ich Schmuck. Ich bin echt ein Vogel. Die Ohrringe sind jetzt tatsächlich passend zu dem Armband. Und zwar sind die auch wieder aus dem 18 Karat vergoldeten Messing. Und das, was wir da an Band drin sehen, ist auch wieder aus der Palmwurzel gewonnen. Und die heißen Luxor vom Design her. Finde ich auch sehr, 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 sehr cool. Also sieht auch sehr ägyptisch aus, ne? Das ist ja auch so eine ganz... Ist das irgendwie eine ägyptische Stadt oder sowas? Ja, es ist die größte Stadt in Ägypten. Es ist irgendwas Ägyptisches. Ich finde es übrigens total cool, dass die hinten noch so einen Stecker mit dran haben. Das ist nicht üblich und das ist ein guter Stecker. Ja, nicht wundern, meine Ohrläppchen sehen manchmal etwas mitgenommen und etwas errötet aus, wenn ich da was dran mache. Aber so schauen dann die Ohrringe aus. Also ich finde das wirklich, wirklich schön. Klasse. Jetzt so mal in Kombi die drei Produkte, ne? Hammerschöner Sommerschmuck. Also mein Herz ist auf jeden Fall erfüllt und ja, ich will mehr. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Doch, finde ich echt schön. Sieht so edel aus. Vielen Dank an das liebe Team von Corazul. Ich habe tatsächlich auch einen Gutscheincode, den ich hier mal einblende. Dann kannst du ein bisschen was auf deine Bestellung sparen, wenn du dort dich mal umschaust und stöberst. Und ich habe aber nochmal alles unten in die Infobox reingepackt. Auch was das nochmal für Namen sind, was das genau nochmal für ein Schmuck war. Und genau, ne? Vielen Dank, ich finde es total cool und ich fühle mich jetzt sehr edel damit. Doch, damit könnte ich jetzt auch schön so mit meinem Freund essen gehen. So ein, ja, im Prinzip genau so, ne? Mit so einem Kleidchen und dann schick, schick und so, ne? Doch, gefällt mir. Dann habe ich noch etwas zugeschickt bekommen von der Firma Good Molecules. Die haben mir auch schon im Vorfeld ein paar Produkte immer mal wieder geschickt. Und auch zum Geburtstag habe ich ja eine Kleinigkeit bekommen. Voll cool. Jetzt habe ich ein weiteres Paket bekommen, wo einfach oben und unten meine Adresse draufsteht. Läuft bei mir, ne? Auf jeden Fall haben die ein neues Produkt in ihrem Sortiment aufgenommen. Good Molecules steht ja für bezahlbare Pflege, die aber gute Inhaltsstoffe hat und einfach gut tut, ne? Und ja. Genau, dann hat man hier immer einen Flyer mit drin, Ingredient Games, also die haben immer so ganz coole Kärtchen mit dabei, wo halt, ja, die neue Reihe angeteasert wird und auch die Innenverpackung von dem Karton ist immer so schön, ich bin total scharf. Und hier haben wir dann das Produkt drin, das ist das Discoloration Correcting Serum, was ich ziemlich praktisch finde, weil man hat jetzt ja durch die... Wenn man einfach ein paar Jahre vergessen hat, vielleicht einen Lichtschutzfaktor auf die, ja, auf die Gesichtshaut aufzugeben, so ein paar Pigmentflecken und so weiter und da ist sowas echt praktisch. Genau, hier stehen auch nochmal ganz, 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 ganz definiert die Inhaltsstoffe drin, was ich super transparent finde. Ne, das finde ich echt cool. Formulated with cetyltranexamate mesylate to target discoloration and promote an even skin tone. Das muss ich mir mal kurz übersetzen. Okay, dazu gibt es keine Übersetzung. Das ist Cetyltranexamat-Mesylat. In Chemie habe ich nie aufgepasst und habe es viel zu früh abgewählt. Es soll auf jeden Fall helfen, dass es tief in die Haut eindringt und dann entsprechend die unterschiedlichen Verfärbungen ausgleicht. Ja, aber ich muss gestehen, dass ich da tatsächlich nicht so tief in den Inhaltsstoffen drin bin, als dass ich da jetzt genau sagen könnte, was das ist. Es ist pH-Wert 5,5, also in dem Sinne ja pH-hautneutral. Es ist ohne Tierversuche und man bekommt es auf Beautylish. Und jetzt haben wir hier einmal dieses Serum. Das schaut so aus und ich finde, das ist eine ganz schöne Verpackung ist. Ne? Also es ist vor Licht geschützt, dadurch, dass es halt Braunglas ist. Wir haben hier eine Pipette. Und das Serum, das sieht auch sehr, sehr angenehm aus, ne? Bisschen milchig. Hat ungefähr keinen Duft. Ja, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, das einfach mal als Gesichtsserum zu verwenden. Vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, sondern so jeden zweiten Tag, ne? Und dadurch dann einfach so ein etwas ebeneres Hautbild zu erreichen. Das finde ich ganz cool. Das werde ich auf jeden Fall jetzt demnächst mal austesten.
vielleicht nicht unbedingt im Hochsommer, wenn man so eine hohe Sonneneinstrahlung hat. Vielleicht dann auch einfach abends. Weil alles, was irgendwie mit einer Säure zu tun hat, verwende ich eher lieber abends. Da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig. Aber vielen, vielen Dank an Good Molecules. Als nächstes habe ich hier 4 Produkte vor mir stehen, die mir zugeschickt worden sind von der Firma VT Cosmetics. Du bekommst die Produkte sowohl auf deren eigener Homepage oder du bekommst sie bei YesStyle. Dort sind ja die ganzen K-Beauty-Geschichten und asiatischen Geschichten geführt. Oder auf Amazon. Ich schaue mal, was so das günstigste und verfügbarste ist und packe euch den Link unten in die Infobox rein. Die haben mich gefragt, ob ich Bock hätte, die Ziza-Reihe von denen zu testen. Und Ziza ist ja von dieser Pflanze Centella Asiatica, die ja quasi diese K-Beauty-Bewegung überhaupt hat. Und das ist aktuell auch ein ganz großer Hype. Und genau, da haben die eine Ziza- und Hyaluron-Reihe rausgebracht. Da habe ich hier einmal den Cleanser. Der soll natürlich das Gesicht reinigen. Aber der soll halt auch dafür sorgen, dass das Gesicht beruhigt wird. Also dieses Soothing, was man immer wieder riecht, riecht vor allem. Hört, liest. Und was ich halt auch so krass finde, du hast hier 300 Milliliter drin, das ist echt eine riesen Größe. Es ist mild, also dementsprechend ja auch für meine sensible Gesichtshaut geeignet. Es ist halt Feuchtigkeitsspenden, was auch für meine Gesichtshaut geeignet ist, weil ich ja sehr trocken unterwegs bin. Und das ist die komplette Reihe und da habe ich halt noch 3 weitere Produkte. Zum einen habe ich hier dann noch den Ziza Skin. Das ist ein Toner. Das ist total cool. Und diese koreanischen Ladies, die haben ja immer so perfekte Haut. Ne? Ich frage mich echt, was davon echt ist und was Photoshop ist. Ja, aber so eine Haut hätte ich tatsächlich auch gerne. Ja, werde ich wohl nie kriegen, ne? Okay, hier ist es, wie gesagt, der Toner. Und der sieht einfach auch super schön und ansprechend aus. Ich mag dieses grüne Design. Ich mag es auch, dass dieses matte, ne? Also optisch 1A, da kann man nichts zu sagen. Das ist wirklich schön. Jetzt muss er halt wirklich nur noch eine gute Wirkung haben. Die Marke kommt aus Südkorea, also K-Beauty halt. Und genau, ist halt ja, verschlossen. Aber ich glaube auch, dass es irgendwie gar nicht wirklich mit großartigen Duftstoffen oder sowas ist. Muss ich jetzt nicht aufmachen, weil ich habe noch einen tatsächlich von YesStyle offen. Und ja, aber der wird als nächstes dann dahinter gestellt, dass ich den dann auch direkt verwende, weil ich den echt ansprechend finde. Dann habe ich hier eine Emulsion, eine Ziza-Emulsion. Auch die soll dann wieder dafür da sein, so ein bisschen um halt diese Anti-Aging-Wirkung zu geben. Dadurch, dass ich mit Feuchtigkeit das Gesicht plumpt. Die Fältchen verschwinden lässt. Und hier haben wir wieder so ein ähnliches Design. Ne? Das ist halt auch total schön. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, so als Serum. Ne? Es ist zwar eine Riesengröße, ich meine, wir reden hier von 100, 200 Millilitern. Holla die Waldfee. Sollst du dir direkt nach dem Toner drauf machen? Das werde ich dann auch tun. Riechst du nichts durch. Leicht kräuterig riecht das. Mal gucken. Also das wird auf jeden Fall verwendet und das finde ich auch super, super cool. Vielleicht sowas so als leichte Pflege für morgens und dann darüber einfach einen Lichtschutzfaktor geben und das von Beauty Mates dann für abends und dann, ja, die Emulsion halt auch noch drüber doch schon, ne? Genau, oder eine reichhaltige Nachtcreme oder, da habe ich ja auch noch was, VT Ziza Sleeping Mask. Diesem scharfen Tiger drauf. Ich glaube, das kann ich so verwenden. Ich glaube, das ergibt Sinn. Denn hier hast du 30 Anwendungen drin. Das ist so eine Packung. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Also müllmäßig nicht so cool, aber von der Art und Weise halt, ne? Weil das sind halt einzelne Sachets. Das ist halt dann natürlich so, theoretisch könntest du das dann auch Ewigkeiten weit auseinander verwenden, dass du jetzt mal eins testweise verwendest und dann den Rest irgendwann mal. Oder dass du das temporär nur verwendest, ne? Klar, aber ja, deswegen ist es ganz praktisch, weil wenn du sonst ein Pöttchen oder ein Pott Nachtcreme hättest, dann würde es ja irgendwann schlecht werden. Das hast du dann bei dem hier nicht. Aber naja, ich denke doch, so kann ich mir die Pflegereihe tatsächlich vorstellen. Also Good Molecules in Verbindung mit der VT Cosmetics Ziza-Reihe. Ich glaube, das wird meine neue Pflegegeschichte hier. Ja, so mag wie das. Haben wir gerade zusammen entschieden, ne? Okay, übrigens war hier noch so ein Flyer mit drin, spoil yourself today. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Man soll sich spoilern? Das habe ich nicht verstanden, muss ich gestehen. Aber gut. So, dann haben wir hier etwas und zwar ein Sephora-Tütchen. Ich habe nämlich bei Sephora online bestellt, weil Tarte hat neue Produkte rausgebracht. Eigentlich wollte ich nur auf der Sephora Homepage gucken, weil die ist neu. Die haben die neu designt und ich war einfach nur neugierig und dann bin ich bei Tarte gelandet. Und dann habe ich gesehen, oh, man kriegt so ein Set gratis mit dabei, wenn man ein Produkt von Tarte kauft.
Claudi ganz vorne mit dabei. Läuft bei mir. Ja, das Set, was ich gratis bekommen habe, ist dieses hier, 3 Free Minis. Das ist einmal das Tarte Maracuja Öl, dann Lights Camera Lashes Mascara und der Corrector ist es, glaube ich. Ich weiß nicht, was das ist. Der Timeless Smoothing Primer, Entschuldigung, dieses Produkt hier. Und ich wollte sowieso demnächst mal so ein Full Face Tarte machen, weil ich habe einige Tarte-Produkte da, zum Beispiel in aktueller Anwendung auch so eine Tartelette Holiday Palette, keine Ahnung, für Blush Bronzer Highlighter und da passte das einfach, ne? Die liebe Mello Flori, die schwärmte so von diesem Maracuja-Öl und das hat mich auch ein Stück weit angefixt, um das mal so zu sagen. Das soll die Haut total super machen und so weiter. Und dann habe ich hier noch die Lights Camera Lashes Mascara. Auch die soll total super sein. Ist ja eigentlich in dieser ultra krassen Verpackung. Und das ist jetzt die Mini-Mini-Mini-Größe. Sowas gibt es ja auch nochmal im Mini, aber das ist ja die Mini-Mini, die Super-Mini-Größe. Die kriegt man gar nicht auf. unspektakuläres Kunsthaarbürstchen, würde ich mal so sagen, ne? Riecht aber angenehm tatsächlich. Also stinkt nicht nach Mascara, das riecht angenehm, als wäre da auch irgendwas mit Maracuja mit dabei. Riecht dieses Öl auch nach Maracuja? Oh ja, das riecht super angenehm. Boah, coole Sache. Und dann halt hier der Primer, ne? Das ist eine kleine Größe von 2 Millilitern, aber er ist mit dabei und er sieht hübsch aus. Und wenn ich ein Fullface plane, dann kommt er raus. Und das hat sich gereimt. Und wie angekündigt habe ich dann natürlich den Creaseless Concealer mir geholt. Ja, es gibt ja den Tarte Shape Tape. Ich habe das jetzt in der Farbe 10N Fair geholt. Und das hier ist dann quasi die Weiterentwicklung davon. Ich weiß nicht. Oh, der sieht aber sehr hell aus, wenn man online Farben shoppt. Aber Fair passt eigentlich bei mir immer ziemlich gut. Riecht angenehm. Oh, sehr, sehr pastig und leicht peach-rosé-stichig. Aber Leute, das passt gerade voll gut. Das kann was werden. Ei, ei, ei. Und er fühlt sich super hochwertig an. Ja, das gefällt mir. Und wenn der halt nicht in die Fältchen rutscht, also wenn er wirklich creaseless ist, dann ist es natürlich ein Top-Produkt. Lässt sich gerade schön mit dem Finger verblenden. Also mein Handballen sieht ebenmäßig aus und scheint sehr deckend zu sein. Den will ich demnächst mal verwenden. Oder habe ich Bock drauf? Wahnsinn. Aber die Verpackung brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Creaseless Concealer, Anti-Söns, achso, das ist irgendwie eine andere Sprache, also halt auch Anti-Falten so ein bisschen. Cruelty-Free ist hart. Genau. Ja, Verpackung brauche ich nicht. Zack. Ja, und theoretisch, ne, wenn du dann das Set gekauft hast, dann konntest du hier den Concealer reinmachen und hattest dann daneben die Minis und so. Ist schon süß. Don't need a lot, just one dot. Ach so, da braucht man auch nicht viel von. Auch das ist sehr interessant zu wissen. Gut, dann habe ich mir aber noch ein bisschen mehr bestellt. Und zwar habe ich mir auch die Base Tape geholt, der Hydrating Primer von Tarte. Das ist dieser hier. Der hat mich auch angesprochen, weil Hydrating und so, das fand ich cool. Hydrating Primer, du bekommst ja auch bei Sephora die Mini-Größen von den Produkten, sodass du es einfach mal ausprobieren kannst. Double Duty Beauty. Das Packaging ist natürlich jetzt nicht so super hochwertig, wie das jetzt bei dem Originalprodukt wäre. Es ist halt hier so Plastik. Ich weiß nicht, ob es beim Originalprodukt auch so ist. Aber du hast hier einen Pumpspender. Das finde ich cool. 15 Milliliter sind hier drin. Zum Testen finde ich das auf jeden Fall allemal ausreichend. Aber ja, auch die Produktminis sind relativ hochpreisig. Und natürlich durfte nicht fehlen das Stay Spray. Das ist dieses hier. Ja, das Tarte Fixing Spray. Ich hatte da einfach Bock drauf, so ein bisschen mehr von Tarte einfach mal auszuprobieren, weil ich mag das eigentlich total gerne. Spätestens als ich meine Sammlung hier abgedreht habe, war das so, dass ich die Paletten auch oder die Palette, die ich habe, wieder in der Hand hielt und mir gedacht habe, eigentlich ist es total geil, ne? Warum habe ich da nicht mehr von? 30 Milliliter sind hier drin. Ja, komm. Gucken wir mal den Sprühnebel an. Oh, fein. Das riecht super angenehm. Also wer sowas nicht mag, aber so fruchtig süß. Also jetzt nicht süß-süß wie Zuckerwatte oder so, aber es riecht sehr, sehr angenehm. Das gefällt mir. Da freue ich mich drauf. Und ich müsste tatsächlich noch Foundation-Proben haben, deswegen hätte ich da mein Fullface auf jeden Fall schon zusammen. Ja, dann gab es noch, genau. Ja, das war auch noch die Sache bei Sephora. Man kann sich irgendwie so eine
Weiß ich nicht, man kann sich da irgendwie anmelden, ne? Also, dass man quasi einfach sagt, hey, ich möchte, ich glaube, Sephora Unlimited oder sowas nannte sich das. Ja, zahlst du nichts für, musst du nicht viel machen. Ich glaube, das ist so wie zu einem Newsletter anmelden. Und dann hast du von Fenty Beauty diesen Glossbomb gratis mit dabei bekommen, den Fenty Glow. Und den habe ich tatsächlich schon in Originalgröße und jetzt habe ich den nochmal in klein. Und das fand ich echt cool, weil jetzt habe ich dann quasi ein Backup davon. Oder ich kann es demnächst mal verlosen oder so. Und das hat man halt gratis mit dazu bekommen, wenn man das erste Mal bestellt hat, wenn man sich bei diesem Sephora Unlimited angemeldet hat. Und das habe ich. Da sind 5,5 Milliliter drin. Das ist relativ viel, finde ich, ne? Also vor allem für eine Probe. Und apropos Proben, die gab es auch noch mit dabei. Da kannst du ja nichts aussuchen. Das kriegst du einfach. Das hier ist einmal von Believe in Truth, the True Cream Aqua Bomb Increased Hydration Level. Keine Ahnung, sagt mir nichts. Da sind 3 Milliliter drin. Und dann noch ein Eau de Toilette. Das ist jetzt Gentleman Only von Givenchy. Das ist dieses hier mit 1 Milliliter. Ja, da würde ich mal meinen Freund fragen, ob der da Bock drauf hat, ne? Warum eigentlich nicht? Aber es ist zum Beispiel sogar mit einem Pumpspender. Das hast du ja normalerweise nicht so, ne? Das ist ganz cool. Gefällt mir. Ah, und um auf den Mindestbestellwert, ich glaube, für den Warenkorb zu kommen, für versandkostenfreie Lieferung, habe ich noch 2 Produkte aus dem Sale von den Weihnachtsprodukten bestellt. Läuft bei mir. Ich bin schon voll im Weihnachtsfieber. Ich finde die so schön, ne? Ja, und das war jetzt tatsächlich einmal mein Rundumschlag mit neuen Produkten, die auch wirklich so Neuheiten sind. Und was ich euch einfach mal vorstellen wollte, die werden jetzt alle in die Testphase wandern. Um das mal so ganz blöd zu sagen, ne? Also die Make-up-Produkte werdet ihr quasi auch live in den Videos in den Tests sehen. Und die Schmuckgeschichten werdet ihr auch in den Videos noch sehen und die Pflegesachen, die werde ich dann halt einfach so testen. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, da poste ich auch immer mal wieder so, was ist gerade in meinem Spiegelschrank drin im Badezimmer, dass man einfach sieht, welche Produkte ich aktuell so verwende. Und ja, spätestens im Aufgebraucht-Video werdet ihr wieder davon hören. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!